Kai, falls du dir überlegst, diesen gesunden Snacks-Adventskalender zu verschenken, du aber nicht genau weißt, ob der wirklich cool ist oder nicht, dann bist du hier genau richtig. Wir packen ihn heute mal Türchen für Türchen aus und gucken mal, was da so drin ist. Ich habe mir diesen Adventskalender, wie alle anderen, die ich bisher getestet habe, auch selber gekauft. Das heißt, er wurde nicht gesponsert. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich den vorstelle. Das heißt, ihr seht hier heute meine echte und ehrliche Meinung. Dieser Adventskalender kommt von hansekiste.de. Und dieser Adventskalender ist voll mit gesunden kleinen Snacks, die man zum Beispiel mit ins Müsli machen kann oder einfach mal so snacken kann. Wir gucken uns das Ganze mal an heute, was da alles so drin ist. Und ach so, eine Sache noch. Und mit diesem Adventskalender, so steht es hier drin, tut man nicht nur sich selber bzw. dem Beschenken was Gutes, weil da ja gesunde Snacks drin sind, sondern man leistet ja auch noch einen sozialen Beitrag, weil dieser Adventskalender von Menschen mit Behinderungen befüllt wurde und ja, somit halt die Integration ins Arbeitsleben noch ein bisschen fördert. Aber fangen wir einfach mal an. Türchen Nummer 1. Das ist Melone-Cantaloupe. Melone-Cantaloupe, 28 Gramm. So eine kleine, schöne Tüte hier mit drin. Und hier hinten kann man sehen, Melonen-Cantaloupe. Ich stelle es mal zur Seite. Wir werden bestimmt noch was dabei haben, was wir auch mal direkt probieren können. Aber machen wir erstmal weiter mit Türchen Nummer 2. Das ist hier. Und da haben wir gebrannte Mandeln. Mmh. 23 Gramm gebrannte Mandeln. Cool. Ich meine, wenn ich schon so einen gesunden Snacks-Adventskalender hier ausprobiere, dann muss ich auch ein bisschen was davon probieren. Abgesehen davon sind es ja gesunde Snacks. Kann ich also nichts verkehrt machen. Okay, probieren wir mal hier eine gebrannte Mandel. Mhm. Mhm. Oh, direkt so ein Jahrmarkt- oder Weihnachtsmarkt-Feeling auch so ein bisschen. Sehr cool. Türchen Nummer 3. Pistazien. Oh, mag ich total gerne. Natürlich sind das hier immer nur so 23 Gramm, also eine kleine Portion, aber ey, super geil. Türchen Nummer 4. Auf jedem Kalender fehlt die 4. Da ist sie. In Türchen Nummer 4 haben wir Kaffeebohnen mit Zartbitterschokolade. Okay. Ich dachte gerade, das wären... Hä? Kaffeebohnen? Aber da kann man keinen Kaffee rausmachen, oder? Nee, die sind so zum Snacken wahrscheinlich. Cool. Türchen Nummer 5. In Türchen Nummer 5 haben wir geröstete Bohnen und Erbsen. Oh, geil. Das ist auch ein geiler Snack. Nummer 6. Haben wir hier. Türchen Nummer 6. Johannisbeeren in weißer Schokolade. Ich wundere mich gerade, dass die nicht weiß sind. Aber sie sehen halt echt aus wie Johannisbeeren trotzdem. Bis jetzt echt der leckerste Adventskalender. Mmh. Nummer 7. Nussfruchtmix. Genau. Sieht jetzt ein bisschen aus so wie so eine Portion Studentenfutter. Türchen Nummer 8. Bananenchips. Boah, mag ich auch. Auch geil fürs Müsli. Nummer 9. Direkt hier oben. Giant Corn. Mais, Sonnenblumenöl und Salz. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Sollten wir sofort mal probieren. Mmh. Kannte ich bis gerade nicht. Total lecker. Nummer 10. Mediterrane Nussmischung. Jetzt haben wir Erdnüsse, Cashewkerne, Haselnüsse, Mandeln, Pistazien, Kürbiskerne. Nummer 11. Tiramisu-Mandeln. Oh. Nummer 12. Weinbeeren. Hä? Sind Weinbeeren Rosinen? Nummer 13. Studentenfutter. Also im Endeffekt so ein bisschen was von all dem, was bisher dabei war. Nummer 14. Haben wir hier. Geröstete Puderrauchsalzmandeln. Okay. Habe ich auch noch nie gegessen. Sieht auch interessant aus. Nummer 15. Dragierte Mandelkerne mit Zartbitterschokolade. Türchen Nummer. Was war das jetzt? 15? Türchen Nummer 16. Erdnusskerne in Wasabi-Teigmantel. Lieb ich. Total geil. Das sind 18 Gramm. Ja, Wasabi kennt jeder. Schön scharf. Oh, lecker. Nummer 19. Nee, 17. Cashewkerne, ja, mit Salz und Chili gewürzt. Nummer 18. Erdnusskerne mit Meersalz-Karamellschokolade. Oh, diese Kombi, Karamell und Salz und so, super geil. Wir sind bei Türchen Nummer 19 angekommen. In Türchen Nummer 19 haben wir Cranberries mit Ananassaft. Da muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen neugierig.
Also Cranberries, ja, getrocknet kenne ich auch. Aber schmeckt man den Ananassaft raus? Ja, der ist auch richtig lecker. Machen wir direkt weiter mit Nummer 20. Nervennahrung. Ich hätte jetzt auf den ersten Blick auch gedacht, das ist sowas wie Studentenfutter, sieht auch so ähnlich aus, aber ist halt Nervennahrung. Naja, aber Studenten brauchen ja auch ganz gute Nerven. Nummer 21. Mangoscheiben. 77% Mango, 22% Zucker. Die Mangos sind gesund, sagen wir mal so. Der Zucker, weiß ich nicht. Türchen Nummer 22. Wir sind bald an Weihnachten angekommen. Und Paranusskerne. Oh, ja, auch geil. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 dicke Paranusskerne. 18 Gramm. Oh, wir haben nur noch die 23 und 24 über, wie es aussieht. Was hier denn? Ja, 23. In der 23 erwarten uns ein Smokehouse-Mix. Erdnusskerne, Mandelkerne, Cashewkerne, Macadamia-Kerne, Sonnenblumenöl. Okay, letztes Türchen von diesem echt super geilen Adventskalender. Türchen Nummer 24. Zartbitter Schokoladenkugeln mit ganzen Himbeeren. Okay. Boah, das sind aber Oschis hier. Die sind ja riesig. Da sind ganze Himbeeren drin. Ah, okay. Diese gefriergetrockneten. Okay, mal mein Fazit dazu. Dieser Adventskalender kostet 39,90 Euro. Es ist wirklich mal ein komplett anderer Adventskalender. Mit gesunden Snacks, also viel Nüsse dabei. Na klar, auch Schokolade, auch zuckrige Sachen und so. Wir müssen jetzt nichts vormachen. Da sind jetzt keine Gurken drin oder Kohlrabi oder anderes Gemüse, sondern es sind halt Snacks. Aber die sind halt wirklich abwechslungsreich, jeden Tag was anderes und immer kleine Portionen und absolut lecker. Es sind Sachen dabei, die kannte ich noch nicht. Das, was ich probiert habe, schmeckte alles total geil. Ich kann den Adventskalender wirklich hundertprozentig empfehlen. Nicht vergessen den sozialen Aspekt dabei. Diese Adventskalender werden halt von Menschen mit Behinderungen hergestellt oder zusammengepackt. Und ja, also ich glaube, da kann man mehreren Menschen was Gutes mit tun. Erstmal der oder die Beschenkte freut sich darüber und die Menschen, die diesen Adventskalender herstellen, haben sogar noch was richtig Geiles gemacht. Finde ich cool. Finde ich total geil. Das, ja, gefällt mir sehr. Okay, ich habe noch einen letzten Adventskalender, den ich in den nächsten Tagen noch mal vorstellen möchte. Und das ist dieser hier. Das ist ein Most Creative Time of the Year. Und ich habe gedacht, den gucken wir uns auch noch mal ganz in Ruhe an. Viel Bastelkram wahrscheinlich drin. Ja, und der kommt halt in den nächsten Tagen. Ja, das war's auch schon wieder. Ach so, genau. Das ist dann übrigens auch der letzte Adventskalender, den ich testen werde. Hat mir richtig Spaß gemacht. Aber ja, die gucken wir uns den nächsten Tag auch nochmal an. Alles klar, bis dann. Tschüss.